Stuttgart und Hamburg. Zwei Traditionsvereine auf dem Weg in die zweite Liga. Im Fernduell im Abstiegskampf geht es für die beiden Bundesliga-Gründungsmitglieder am Wochenende um viel. Aktuell liegt der HSV auf Platz 17 nur ein Tor hinter dem VfB. Für das Spiel gegen Leverkusen fordert Hamburgs Trainer Mirko Slomka daher einen Sieg. Natürlich ist klar, dass wir diese Partie für uns entscheiden sollten. Eigentlich ja schon fast müssen, wenn wir auf die Tabelle schauen. Wir wollen diesen Platz dringend verlassen. Aber es ist jetzt eine brisantere Situation deswegen, weil wir auf Platz 17 abgerutscht sind. Aufgrund des schlechteren Torverhältnisses haben wir uns anders gewünscht. Trotzdem gilt es für uns vorzulegen an diesem Spieltag. Um den ersten Bundesliga-Abstieg überhaupt zu verhindern, baut Slomka auch auf die Unterstützung der Fans. Ich bin auch davon überzeugt, dass die Spieler ähnlich angesprochen werden wie alle leitenden Mitarbeiter hier auch in dem Club. Ihr schafft das, ihr macht das, bleibt dran, hört nicht auf daran zu glauben und so, kämpft weiter. Und das ist etwas, was die Spieler, glaube ich, auf jeden Fall aufsaugen und auch für das nächste Spiel halt mitnehmen auf den Platz. Das ist Motivation, besondere Motivation und wie gesagt, ein großer Faktor für Erfolg. Der Erfolg hat sich für Hüb Stevens in Stuttgart bisher noch nicht eingestellt. 4 Punkte aus 4 Spielen, die Bilanz des Niederländers muss der VfB im Heimspiel gegen Freiburg unbedingt verbessern. Ansonsten droht der zweite Abstieg der Vereinsgeschichte nach 1975. Das will Stevens verhindern und weiß auch wie. Vertrauen zu schenken an die Spieler. Spaß haben. Ja, weil Spaß ist nötig. Brauchst du. Aber die wissen selbst, ja, wie die Situation ist. Und ich versuche das doch ein wenig wegzunehmen, durch so auch deutlich zu machen, hey, nach 34 Spielen, ja, dann wird die Tabelle aufgemacht und dann ist es wichtig, wo du stehst. Doch der 34. Spieltag und damit das Saisonende rücken immer näher. Ich habe gesagt, wir haben da 10 und jetzt haben wir noch 6. Es wird immer knapper. Und enger. Knapp und eng wird es für beide Traditionsvereine. Im Fernduell am Wochenende wollen sowohl Stuttgart als auch Hamburg die ersten Schritte aus dem Tabellenkeller machen.